Aber ja, lass noch mal probieren. Also ich würde jetzt dir den dunklen geben, also weil du generell sagst, du magst gerne einen Dark Roast gerne, würde ich dir den zeigen. Wir haben hier einen Online-Shop, das heißt, immer wenn Bestellungen reinkommen, wird dann hier eigentlich gepackt und genau. Jetzt wird Kaffee getrunken. Ihr habt hier die vier Kaffees, die ihr jetzt momentan habt, habt ihr hier mal hinbestellt. Ne? Davon werden wir jetzt zwei probieren. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was habt ihr jetzt hier? Also was sehen wir vor uns? Ja, voll gern. Ja, also wir haben hier den, das ist unser allererster Kaffee, der kolumbianische Kaffee. Den kenne ich schon. Den kennst du schon, der ist ein bisschen fruchtiger, hat eine ausgebalancierte Säure, ist ein sehr leckerer Kaffee, ist Louis' Favorite, schmeckt besonders, eigentlich ohne Milch empfehlen wir den Kaffee, weil der eben sehr, sehr schöne, feine Geschmacksnoten hat. Dann der grüne ist ein peruanischer Kaffee, der ist ein bisschen schokoladiger. Und hat aber auch eine schöne Süße. Der braune, das ist der Dark Roast, der ist ein bisschen dunkler geröstet, ist ein bisschen eher Kakao, Dattelnoten schmecken wieder raus. Und das ist hier unser Sneak Preview. Ja. Den haben wir momentan noch nicht im Sortiment. Decaf, genau. Genau, das ist noch wichtig, ist ein Blend. Also wir haben es erstmal noch als einen Blend aufgenommen, was wir für uns am Anfang auch immer nicht so wollten. Aber genau, wir haben auch gemerkt, okay, generell wollen Leute auch gerne einen dunkleren Kaffee haben. Den möchte ich jetzt auch gleich machen. Und der hat dann nochmal eher sehr, sehr Schokolade, Kakao und hat er ja schon gesagt, aber nochmal so Datteln oder so, oder feine Noten halt. Und der kommt aus Mexiko, Peru und Honduras, ja, genau. Also ihr habt es gewagt und der ist auch schon draußen. Wie wird der angenommen? Also hat sich's gelohnt, einen Blend zu wagen? Ja, auf jeden Fall. Also er kommt gut an. Wir haben uns ja auch für den entschieden, weil tatsächlich viele eben danach gefragt haben, was Dunkleres. Also ich glaube, da erzähle ich dir eigentlich nichts Neues, die meisten mögen ihren Kaffee dunkel. Und dann, klar, macht man gerne das, was die Kunden auch gerne mögen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und der kommt auf jeden Fall gut an. Mhm. Ja. Ja, aber ja, lass uns mal probieren. Also ich würde jetzt dir den dunklen geben, also weil du generell sagst, du magst gerne einen Dark Roast gerne, würde ich dir den zeigen. Und dann zum Vergleich, gerade ein ganz frisch aus dem Lab, ist auch gar nicht verpackt, es ist so ein Tester, ist aus Äthiopien, richtig cooler Kaffee, ist natural. Den habt ihr noch gar nicht im Angebot? Gar nicht im Angebot. Es ist so richtig, richtig funky, der hat auch 92 plus Punkte in der Bewertung, also Specialty Coffee auch bewerten, richtig High-End, es wird nochmal ein anderes nochmal Level sein. Wir wollten auch mal für eine kleinere Gruppe, die auch wirklich sagt, okay, mein Kaffee soll wirklich, also mache ich mir normalerweise mit der Chemex immer und nehme dann halt immer die besten Bohnen aus. Also, es gibt ja auch bei jeder Rösterei, gibt es ja Bohnen, die kriegst du für 250 Gramm 7 Euro, 8 Euro so und dann gibt es welche, die kosten 16 Euro und so. Und genau, wir wollen halt auch nochmal sagen, okay, was so möglich ist. Ja, und würde mal gerne den und den vergleichen, was du dann noch so als Unterschied merkst. Ja, und ja, also wir können mal hier mal gleich live machen, wie man das macht. Ups, da ist der Löffel. Genau. Sollen wir uns ein bisschen vermischen, damit du nicht weißt, welcher ist? Ich finde, du sollst dich umdrehen und dann machen wir hier ein kleines Blind-Tasting. Ja. Weil ich weiß gar nicht, was ist denn der andere für einer? Ist das auch eher ein dunkel gerösteter oder? Ah, ja, okay, probier mal beide einfach und sag mal, welche dir am besten schmeckt. So. Also Stärke geht bei mir immer, aber also mein Favorit von den beiden ist ganz klar der hier. Ne? Also ja, ich finde vom Profil eigentlich sehr teeartig, hat auf jeden Fall, finde ich, typisch für Jägerchef irgendwie so ein florale Noten auch so, für meiner Meinung nach. Hat noch ein bisschen so einen Hint von Lemon, finde ich, ein bisschen Toffee, wenn man möchte. Genau, ist halt irgendwo in dieser kleinen, sehr kleinen, also Kooperative der Wacker in Äthiopien. Und ja, es sind wirklich Farmen, die meistens nicht mal also einen Hektar, einen halben Hektar haben oder sowas, wirklich sehr, sehr klein. Und natural processed, genau. Und mit dem habe ich sehr viel getestet. Wir fanden es einfach interessant, dass es vielmehr einfach so wie ein V60 auch irgendwie schmeckt. Also es vielleicht ein bisschen, ja, also von der Tiefe könnte es mal mehr sein, aber ich finde das eigentlich sehr interessant, so auch als vom Aroma. Der ähnelt, finde ich, ein bisschen mehr Americano, hat nochmal mehr
so eine dunklere Note, auch Schwere und hat auch dieses bisschen, diese Schwebstoffe, die man auch vom Espresso hat, merkt man ein bisschen mehr, finde ich halt so. Dass, ja. Deswegen gibt es auch einen volleren Geschmack im Endeffekt. Ja. Da haben wir nochmal eine besondere Filtrierung bei dem verwendet. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, oder? Cool, gerne. Moin! Moin! So, wo sind wir denn jetzt? Ja, wir sind in unserem Büro. Das ist das Office Headquarter von Black Coffee. Genau, mitten in Ottensen, in Hamburg. Ja. Und hier hat nicht ganz alles angefangen. Wir sind hier, haben in Kopenhagen angefangen eigentlich und sind dann hierher gezogen. Und genau, sind jetzt hier und hier passiert so das, was täglich ansteht. Ja. Also hier ist einmal so der Packtisch, also wir haben hier einen Online-Shop, das heißt, wenn Bestellungen reinkommen, wird dann hier eigentlich gepackt und genau, haben wir jemanden, der uns dabei hilft und genau, Pakete, wir suchen immer so nette Karten zu schreiben und solche Sachen, das ist auch immer wichtig. Das Logistik ist auch hier geregelt, weil wir wollten das halt nicht so wie Amazon-Filmen irgendwie machen, sondern wollten halt wirklich sagen, okay, wir wollen eine persönliche Note und Touch mit dem Kunden noch haben. Ja, und ja, unsere kleine Versuchsküche, genau, also hier können wir mal so zeigen, wie man eigentlich Instant-Kaffee so ein bisschen herstellen könnte und worauf es so alles ankommt. Wir haben heute ein Verfahren gewählt, das, ja, die Aeropress kennt man und natürlich funktioniert es anders, aber das Prinzip ist also relativ ähnlich. Es geht darum, nicht die Filter zu verwenden und es geht darum, den Kaffee mit vielleicht ein bisschen Druck und dann möglichst viel zu extrahieren mit wenig Wasser. Das ist eigentlich das Ziel, weil je mehr Wasser drin ist im Kaffee, desto mehr Wasser muss ich wieder aus den Bohnen oder aus dem Kaffee rausholen. Und wir wollen ja eigentlich hier nur die gelösten Bohnen haben und nichts anderes. Mhm. Und ja, heute haben wir, haben wir schon angekündigt, dass wir von Thomas, das ist ein Freund von uns, den wir genau durch dich kennengelernt haben, das ist einer der Kaffeemänner, und die haben uns einen Kaffee zukommen lassen und wollten mal testen, wie der sich so als Instant-Kaffee macht. Haben wir da von denen die Fruchtbombe, es ist ein natural, ziemlich funkier Kaffee. Edgar, du mal hier schon das einfüllen, also im Endeffekt wirklich wie eine Aeropress machen. Also wir haben hier ein besonderes, also bei uns haben wir jetzt eine Methode gewählt, die relativ wirklich dick ist. Wir verwenden 35 Gramm Kaffee in dem Fall und verwenden nur 150 Milliliter Wasser, 150 Gramm Wasser und genau nur 85, 84 Grad. Und ja, versuchen halt so einen relativ dicken Kaffee zu haben. Es ist nicht wie ein Espresso, hat auch eine TDS zwischen 4 und 5% normalerweise. Also schon relativ viel. Also wenn man sagt, Filter hat ja so ungefähr 1,35 TDS und das ist schon relativ hoch dann. Also genau, wir tun es einfach mal jetzt hier so aufgießen. Das ist so ganz normal. Wir machen das so nach einer Minute 5, drehen wir es dann um. Und dann. Genau. Langsam, du wirst es selbst. Genau, es ist also, es kann man so, für Experimente ist das perfekt, also kann man gut testen, aber natürlich funktioniert das nicht, wenn wir, keine Ahnung, Tausende oder Zehntausend Kaffees oder sowas machen wollen. Das ist, dauert Ewigkeiten. Also wir sind jetzt auch hier ungefähr 10, 15 Minuten ist gestanden. Aber es ist ganz entspannend halt. Man kann echt sehen, halt, das sieht man echt, wie viel man vom Geschmack eigentlich erhalten kann. Und es ist einfach noch super spannend zu sehen, was man noch in alle Richtungen noch irgendwie weiterentwickeln kann. Und ja, wie gesagt, also ich bin besonders gespannt auf den hier, weil das eben so natural ist. Also da ist immer, das ist ein sehr fruchtiger Kaffee. Man verliert oft ein bisschen was an Säure, aber vor allem die Komplexnoten können eigentlich dann schon noch eigentlich noch da bleiben. Und auch Körper und so. Bleiben oft dann bis zum Schluss da. Genau, wir haben jetzt pro Extraktion hier 35 Gramm verwendet. Das bedeutet, 35 Gramm reicht ja für ungefähr so für 500 Milliliter, je nachdem, wie stark du einen Kaffee trinken möchtest. Das bedeutet, wir haben jetzt 5 Durchgänge jetzt gemacht hier, nur für unsere kleine Küche, das würde für 2,5 Liter Kaffee am Ende reichen. Das heißt, am Ende wird das ganze Wasser verschwinden, es bleibt dann nur mal wirklich der gelöste Kaffeeanteil über. Das wird dann deswegen auch sehr, sehr leicht werden. Es wird dann runtergehen auf ein Gewicht so von in etwa 50 Gramm oder sowas nur, also sehr, sehr gering. Und genau, und dann können wir eigentlich den Kaffee eigentlich genießen. Aber jetzt zeige ich mal, wie es weitergeht. Also wir nehmen jetzt den Kaffee, den wir haben, und geben in unsere kleine Gefriertrockner rein.
da können wir eigentlich das Wasser entziehen im Endeffekt. So haben wir unseren Test gemacht. Dann, wo wir es dann machen in unseren, genau, schaut es nochmal deutlich größer aus. Das funktioniert jetzt nur für so Mini-Anlagen, kann man genau für Labor verwenden, man das auch oft. Auf so verschiedene Bleche. Und am Ende, wenn man das dann alles dann, also es ist wichtig, dass er hier schön viel Oberfläche hat. Okay. Dieses Blech. Dann machen wir hier unten noch eins. Und am Ende, wenn das dann alles getrocknet ist, also das ganze Wasser entzogen ist, ist wirklich nur noch der gelöste Kaffee über. Das bedeutet, schon am Ende sieht dann wirklich sehr trocken aus, fast so ein bisschen wie Sand oder ein Brownie im Endeffekt. Und dann muss es halt noch ein bisschen also aufgebrochen werden in kleine Bestandteile. Und am Ende schaut es dann wirklich aus wie eben unser Pulver. So. Ja, je nachdem, wie viel Kaffee wir reingeben, jetzt für die Menge würde ich so sagen, ein bisschen mehr als 24 Stunden. Genau. Und ja, in 24 Stunden ist dann das ganze Wasser entzogen und nur noch der gelöste Kaffeeanteil bleibt über. Und ja, ist ready zum Getrinken dann. So, nach knapp 24 Stunden, also insgesamt waren es sogar 25 Stunden und 30 Minuten, ist der Kaffee fertig. So kann man mal sehen, so sieht er aus. Ist komplett jetzt trocken. Also ist einfach nur extrahierter Kaffee, den man hier sieht. Ich mach gleich mal auf, dann kann man ihn besser sehen. Das hat es hier minus 30 Grad in dem Ding. Und so sieht es aus. Wirklich wie ein Brownie. Hier kann man sehen, es ist einfach 100% getrockneter Kaffee. Nichts anderes und nichts weniger. Also es ist genau der gleiche Kaffee, eben schon extrahiert. Und es ist auch sehr, sehr fein hier. Es ist wichtig, dass man den sehr schnell verpackt und hier für ein Test-Environment ist es okay, wenn das nicht alles im Stickstoffbereich ist, weil hier, genau, testen wir. Wir geben dann ein paar Trockenbeutel in den Behälter rein, sodass der Kaffee auch weiterhin die gute Qualität behält. Aber sonst ist natürlich sehr wichtig, den sehr möglichst bald im, also in einem vakuumierten Raum oder in, soll man sagen, ohne viel Atmosphäre jetzt abpackt, da natürlich die Atmosphäre immer den Kaffeegeschmack verändern wird.